Hallo, herzlich willkommen bei Löwenzahns Pflanzenwelt. Ich bin die Nelly und ich bin gerade im Gartencenter und kann nicht widerstehen. Ich muss mir diese kurze Session mitnehmen. Diesen kurzen Abschnitt. Ich bin jetzt hier an einem wunderschön dekorierten Tisch angekommen, der Delanzien und Sukkulenten gewidmet ist. Ich möchte euch zeigen, wie toll das einfach alles ausschaut. Mit Mini-Treibhäuschen. Es gibt einzelne Delanzien, also ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Delanzien seit langem an einer Stelle gesehen. Hier sind sie schön an einem Aufsteller, an einer Tonscheibe geformt zum Löffel oder zum Tellerchen und einmal fixiert. Hier sind sie nochmal einzeln im Glas, das sind die Terrarium-Delanzien, die längere Zeit an der trockenen Luft nicht aushalten würden. Wunderschön bepflanzte Mini-Häuschen, die kosten 20 Euro komplett. Hier auch schön Delanzien in wunderschönen Schneckenhäuschen. Und da sind auch diese kleinen Treibhäuschen, 11,99 Euro, wo man kleine Pflanzen arrangieren kann. Ganz, ganz süß. Hier haben wir unsere klassische Form. Das wird sehr gerne so formiert, dass man dann die Delanzien in diesen Seeigeln befestigt. Hier sind die Skidien, auch in riesengroßen Schneckenhäusern. 16,99 Euro. Und dann zeige ich euch nochmal den nächsten Tisch. Sehr schön dekoriert mit ganz vielen Holzelementen, Bepilze und Drehe. Das finde ich auch eine ganz tolle Idee. 44,99 Euro. Mit Sukkulenten bepflanzt. Die wachsen dann ja etwas langsamer. Da hat man lange Zeit Freude dran, weil dann praktisch nur vorsichtiges Gießen und Düngen benötigt wird. Hier sind die Delanzien für 4,99 Euro, weil sie in einer Muschel befestigt sind. Also sieht auch toll aus. Hier mal als Aufsteller im Herzchen, ganzer Pulk ist da dran, 15 Euro, also 14,99 Euro. Sind welche, die sind kurz vorm Blühen. Uff, hier habe ich irgendwas angehackt. Kleines süßes Hängemännchen mit kleinen Sukkulenten drin. Hier sind auch, da sieht auch sehr schön aus, sehr präsentativ, 49,99 Euro. Sieht auch schon eingewachsen aus, also steht etwas länger. Hier kommen auch schon die Pflanzen oben raus. Moos, Steine und ein paar Pflanzen mit Spazierelementen, Dekosteinchen, sehr, sehr schön. Das gefällt mir auch sehr gut, so eine Decidia. Alles auch schon richtig gut am Wachsen. Hier auf diesem Exemplar sieht man, wie gewölbt die Blätter. Dann sieht ihr das Braune, das ist die innere gebogene Stelle des Blattes dann. Ist auch ein schönes Häuschen, guckt man mit so einer kleinen Treppe innen drin und Zaun, sehr schön. Okay, hier ist es ein bisschen ruhiger. Dann machen wir die Babyabteilung noch, die ich immer sehr, sehr gerne mitnehme. Mit Chevleras und Punktblumen. Da haben wir auch die Kaffeepflanzen. Hier. Und hier haben wir auch die interessanten Philodendron mit den verdrehten Blättern. Mal schauen, was sollen die denn kosten? Auch heute gar nichts. Vielleicht steht es hier irgendwo davor. Die sind nicht ausgezeichnet. Ist auch kein Preis irgendwo sichtbar. Hier stehen schon die Weihnachtssternchen davor. Richtig schöne weiß gezackte Formen. Unten klassisch rot. Hier geht es weiter mit den Babypflanzen, da sind die Usambara-Pfeilchen auf der anderen Seite. Und hier vorne ist nochmal ein kleiner Bereich mit Pilea und Peperomien. Wenn ich jetzt hier auf die andere Seite rübergehe, hier geht es mit Sukkulentenbereich mit Jungpflanzen weiter, obwohl die sind ja schon richtig groß. Mal gucken, was es gleich hier noch gibt. Hier haben wir auch nochmal sehr schöne Exemplare. Guckt euch mal hier an, was es hier für eine
interessante Pflanze ist. Ich habe in der Hand schon wieder eine Peperomie, die Schildkrötenpeperomie. Die kommt auf jeden Fall mit. Aber da sieht die auch ganz cool aus. Und hier geht es dann weiter mit Philodendron. Mal die diese Purple Blush. Darf ich gar nicht gucken. Die sind hier ganz, ganz günstig. Das ist der Bintik in Hamm. Das ist Euphorbia Tirocali, der Bleistiftbaum. Der lebt. Der hat auch kleine Blätter. Das sind diese hier. Das sind die kleinen Blätter. So, einmal im Schnelldurchlauf. Hier ist der vietnamesische Pfeffer. Ich habe Samen davon zu Hause, glaube ich. 9,99 Euro. Und bei der Größe kann sich das echt schauen lassen. Bei Pflanze 2000 waren die für 17. Ich schwenke dann mal eben schnell rüber, weil hier sind auch noch mal die Rollies. Guck mal, wie toll die austreiben. Sehe ich zum ersten Mal, wie das aussieht, wenn die austreiben. Wie so ein kleiner Spargelwald. Ist das nicht süß? Ganz toll. Hier haben wir dann die Leuchterblume. Und hier haben wir eine Colocasia. Wunderschön. Pilea. Peperomien. Die Riesenpflanze kostet 14 Euro und die hat echt enorm viele Knollen da drin. Die sieht nach Spinnmilben aus. Ich laufe einfach mal die Reihe ein bisschen durch, dass ihr einfach die Vielfalt sieht. Hier sind der Prince of Orange, Philodendron, Uepi. Wunderschön geformte Blätter. Was sollst du denn kosten? Oder bist du auch noch nicht ausgezeichnet? Die sind reduziert. Ist das jetzt eine 1,99? Das ist eine 1,99, Leute. Das ist auch eine ganz tolle Sorte. So, hier geht's weiter. Tradescantia Syngonium. Und die wunderschönen fenestrierten Blättchen. Monstera, Feuers, Caladiums sind hier auch ein paar dabei. Aber auch Aglaonemas. Die sieht auch toll aus. Die hat eine. Guck mal, was für eine tolle rosa Färbung die hat. Richtig toll. Hier haben wir Philodendron. Rotes Blatt. Sieht aus wie Florida Beauty. So, und hier auf der Seite sind Sansevieren. Richtig große. Guckt euch mal an. Hier, das ist meine Hand daneben. Was für ein tolles Schlangenmuster. Das müsste die Black Coral wahrscheinlich sein. Wunderschön, guckt euch das mal an. Die hat 10 Meter Blattspreite. Hier ist noch mehr. Guck mal an. Ganz toll. Ich fürchte, ich komme gleich direkt an eine Mitarbeiterin. Genau, da arbeitet eine Kollegin. Also gehen wir einen Stand weiter. Bromelien. Helle Bromelien. Guckt mal, wie zart das ist. Was für ein Farbspektakel, was für eine Symmetrie, richtig toll. So, ich bin jetzt auf der Suche nach dem Stand mit Begonien
und gehe nochmal an den Filos vorbei. Und er sieht eine tolle Farbe, gerade jetzt in der Winterzeit. Richtig schön aufgehellt. Ich gehe nochmal einmal drumherum. Guckt mal hier. Ach, bald wird meiner bestimmt auch so groß und schön sein. Sehr schön. Fantastisch. Hier haben wir die Thai Constellation. Kann ich euch gerne den Preis sagen. Die kosten 59 Euro für diese Größe. Ja. Hier ist ein neues Blatt aufgerollt. Gleich ganz zartes Hellgrün. Das Blatt ist auch richtig großen weißen Fleck. Und dann haben wir hier noch ein paar Philodendron. Imperial Red. Wenn die Blätter sich öffnen, sind sie schokoladig rot. Hier haben wir die, wie heißt die nochmal, irgendwas mit Foottails oder so. Guck mal hier. Und was haben wir da? Biologisches Bekämpfungsmittel. Also, Obacht, Obacht. Das sehe ich aber jetzt zum allerersten Mal, dass die Rollis so aufgewickelt werden. Guckt euch das mal an. Und das kostet nur 9 Euro. Enorm. Enorm. Der Stopf ist ganz, ganz schwer. So, einmal schwenken, dann haben wir die Flamingoblumen. Jetzt kommen wir einmal um die Tische mit den Flamingoblumen, kommen wir an die Tische. Ich bin heute mit meinem Sohn hier, wir waren im Motorradgeschäft und ich sehe gerade, dass er die ganze Zeit versucht, mich zu entwischen, als ob er Angst hätte, dass ich ihn einfange. Weckt natürlich jetzt einen Jagdtrieb in mir. Jetzt hast du einen Jagdtrieb in mir geweckt. Jetzt werde ich dich jagen, bis ich dich kriege. Jetzt werde ich dich jagen, bis ich dich kriege. Ja, Heuer ist auch immer wieder sehr schön. Hier haben wir die Flamingo. Und hier ist einmal die Eskimo. Die geht bei mir schon. Zweimal ist sie bei mir eingegangen. Deswegen bleibt die heute definitiv hier. Pubicalyx Silver Splash. Sehr schöne Blätter. Dann haben wir hier die Lisa. Heuer Canosa. Oh, sehr, sehr schöne Pflanzen. Mit Jungaustrieb schon. Und hier haben wir die kleine Enjoy. Die kostet hier 1,99 €. Und jetzt kommt der Begonientisch. Die Ferox steht hier. Die bleibt heute auch hier stehen. Mit Ferox kriege ich es nicht hin, mich anzufreunden. Die kostet 10 Euro. Piro. 2,99 €. Guck mal, was für tolle große Blätter die hat. Hier ist die Schwarzwald. Und hier ist die Lein. Die ist toll. Was für ein wunderschönes Blatt. Guckt euch das mal an. Und diese behaarten Stiele. Das ist so faszinierend. Riesengroße Blätter. Was sollst du denn kosten, Schätzchen? 10 Euro. Auf der anderen Seite sind noch ein paar Rex-Begonien, aber ich habe schon geschaut, da ist nichts Spektakuläres. Hier haben wir nochmal Zamiokulkas Reben. Ganz tolle große Exemplare und ja, so schöne, große, starke Federn. Guckt euch mal, wie toll, ledriger Glanz. Wie toll das ausschaut. Na, Lokasia hat sich hier zwischengeschlichen. Dann haben wir kleine Zamiokulkas. So sieht der neue Austrieb aus. Guckt mal, faszinierend. Ich mag das immer so sehr gerne beobachten, wenn sich neue Triebe entfalten. Und hier kommen dann die Begonias oder die Begonien. Wie gesagt, ziemlich viel im rötlichen Spektrum, angefangen von der Pink Pop. Kamera gibt es nicht so toll her, die Blattfarben sind etwas intensiver. Jo.
Hier ist auch noch mal eine Alocasia. Und wo sind wir jetzt drin? Mitten in einer Pflanze. Da haben wir eine Knospe vor uns. Nein, das ist keine Alocasia. Guck mal, die schönen gerundeten Blättern. Und dann kommt auch eine offene Blüte. Die Fledermausblume. Die Fledermausblume, die braucht eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Hier haben wir Alocasien als Dachmöglichkeiten. Schutz vor Regen. Guck mal, wie schön das ausschaut. Und sie sitzen im Substrat. Und es funktioniert super. Hier ein neues Blatt. Ganz toll, wie das leuchtet. Ja, die sind hier richtig, richtig große. Mal hier, sie sind am Rotation, nennt man den Prozess, wenn die Pflanzen einen Überschuss an Feuchtigkeit über die Blattoberflächen abgeben. Fantastisch. Hier ist eine andere Sorte der Alocasie. Hier sind sogar eingekürzt. Guck mal, frische Schnitte. Da ist sogar noch richtig Feuchtigkeit dran. Auch hier wieder Milben. Fantastisch. Einfach schön. Ich bin absolut begeistert. Das ist so toll. Die sitzen in so großen Töpfen und die haben so ganz, ganz tolle Stielfarbe. Und es ist schon fast Aubergine. Zack, auf mich runtergetropft. Tropischer Regen. Guck mal. Exotik pur. Ich habe dich erwischt. Aha. Ja. Erzähl mal ganz kurz, was haben wir heute mit dem Motorradgeschäft gemacht? Ritzel abgeholt. Ja. Das treibende Ritzel. Das treibende Ritzel. Motorräder angeguckt. Ja. Was wirst du mit dem Ritzel machen? Ich werde das alte ersetzen, weil es Verschleißspuren hatte. Okay, Verschleißspuren. Ja. Ja. Muss ich mir heute noch das Hinterrad runterbauen. Das zweite Ritzel abnehmen, die neuen Ritzel ansetzen, die Kette aufziehen, die Spur einstellen und eine Testfahrt machen. Also eine Testfahrt machen, das hört sich an, Mama, beeil dich. Nein. Nein, nein. Heute wahrscheinlich nicht mehr, weil es vorher geregnet hat. Und ja, die Straßen sind nass. Zurzeit ein bisschen schlammig, weil die ja, viel geregnet wieder unterwegs sind. Und es fällt viel Laub, ne? Muss man vorsichtig sein. Hat Motorrad eigentlich auch Winterreifen? Jein. Jein. Es gibt zwar schon Optionen zum Allwetter- oder auch Winterreifen. Also ja, gibt es in dem Sinn. Aber würde ich für meine Zwecke... Du fährst im Winter kein Motorrad, ne? Je nachdem. Also Winter ist ja nicht gleich Winter, ne? Wenn es über 12, 13 Grad sind, kann man schon mal eine kurze Runde rausfahren oder zur Arbeit. Aber so wirklich eine Tour zu drehen bei wirklich niedrigen Temperaturen, so 5 Grad oder so, das macht keinen Spaß. Ja, das glaube ich dir. Oh, das Blatt ist leider auch kaputt. Ich habe eine Zeit lang gemacht, auf der Apriljanne. Aber das war nichts. So, und dann machen wir noch die letzte Reihe hier mit den wunderschönen grünen Pflanzen. Fazia japonica variegata. Die hat so einen ganz leichten weißen Rand, der immer zur Kante immer stärker wird und zur Blattmitte immer mehr verschwindet. Hier sind auch nicht variegierte. Dann haben wir hier unsere absolute Lieblinge, absolut robuste Pflanzen, unsere Syndapsen. Jo, meine Lieben, das war ein Fikus. Das war es auch mit der kleinen Rundschau im Gartencenter. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Pflanzenabteilung ich noch etwas genauer in Betracht nehmen sollte. Welche Pflanzen interessieren euch? Dann weiß ich das fürs nächste Mal, welche Pflanzen ich noch etwas genauer unter die Lupe oder in die Kamera nehmen soll. Mit diesem wunderschönen fertigen Steckling verabschiede ich mich von euch. Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Nelly.